Ja, so, wir sind hier in Königs Wusterhausen und ja, jeden Montag gehen wir spazieren. Wir haben hier Lautsprecherwagen dabei. Die Leute stellen sich hier auf. Wir sind immer so um die 1000, wenn nicht 1300 mehr. Und wir haben hier so ein bisschen auch fröhlichen Charakter dabei. So ein bisschen, ja, wenn es auch ein ernsthafter Hintergrund ist, doch durchaus ein bisschen Volksfeststimmung. Aber jetzt geht's auch schon los. So, ich selbst habe mich hier auch als Ordner einteilen lassen. Und wir brauchen Leute, die so ein bisschen ja, das Fingerspitzengefühl haben, wenn so brenzliche Situationen sind, wo die Polizei vielleicht nicht ganz richtig reagiert. Die Stimmung hier ist sehr gut und wir machen natürlich lautstark auf uns aufmerksam, damit wir also nicht tot zu schweigen sind. Und insofern hört man hier auch die lauten Trommeln und die Tröten. Und wir können nicht wegdiskutiert werden. Und insofern ist das hier eine Veranstaltung, die also durchaus von sich reden macht in Königs Wusterhausen. Und wir hoffen natürlich, dass sich immer mehr Menschen anschließen. Aber das dauert eben, wir haben die Geduld und wir kämpfen gegen die Impfpflicht und gegen die Lügen der Regierung und der Behörden, die uns also mit Falschinformationen versorgen, anstatt ordentlich zu diskutieren, anstatt auch andere Experten zu Worte kommen lassen, die die Dinge auch etwas anders, nüchterner und realitätsbezogener sehen. Wir sind heute wieder um die 1000. Haha, ne? Wir dürfen nur 1000 sein. Und wir haben wieder unseren Marsch hier durch Königs Wusterhausen gemacht und an den Fenstern immer wieder auch die Menschen, die dann zugucken. Wir sind laut, wir machen Lärm. Wir haben auch skandiert natürlich. Ne? Wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Das ist eine der Slogan, die wir hier haben. Und hinter uns ist noch die Bühne und wir haben auch viele gute Redner hier, die genau Tacheles reden. Und wir fordern Nein zur Impfpflicht. Nein mit den sinnlosen Corona-Maßnahmen. Und das Woche für Woche hier montags als Spaziergänger. Und ja, es hat durchaus auch manchmal so ein bisschen fröhlichen Charakter. Man trifft sich hier auch, man läuft, man unterhält sich. Natürlich alles mit ernsthaftem Hintergrund, denn wir müssen uns dagegen stellen. Wir müssen uns dagegen stellen, dass unsere Kinder keine Bildung mehr bekommen, weil an den Schulen also unsinnige Corona-Maßnahmen stattfinden und dort Schuhe und dann die Stunden ausfallen und viele, viele andere Dinge auch, die nur unsere Bildung behindern. Wir wissen ganz genau, entgegen dieser Falschaussage von Lauterbach sind Kinder keine Virenschleuder, ganz im Gegenteil, sie sind kaum gefährdet durch Corona. All diese Dinge wollen wir hier richtig stellen, stellen wir hier auch richtig. Und wir lassen nicht locker, bis wir endlich keine Angst mehr haben vor einem Impfzwang, weil er nicht kommt, weil wir ihn verhindert haben. Wir stehen hier, um zu verhindern, dass man also sinnlose Corona-Maßnahmen macht und dass man uns hier die Freiheit klaut. Wir stehen auf für unsere Freiheitsrechte. Hier montags als Spaziergänger. Also liebe Freunde, kommt raus, schließt euch an, macht es bei euch im Ort, egal wie wenig ihr seid. Hier angefangen hat es auch mal mit 6 Leuten, mittlerweile hier, wie gesagt, über 1000. Das ist schön, das gibt Mut. Und in dem Sinne, wir sehen uns.